Ja, hallo zusammen bei einer neuen Runde Titan Quest Anniversary und ja, wir sind immer noch dabei, alte Quests uns hier anzuschauen und beziehungsweise immer noch auf der Suche nach alten Quests. Na, jetzt aber mal gut hier. Freunde. Ja, im Hintergrund rendert die letzte Folge, die ich gerade aufgenommen habe. Ja, ich bin da heute ganz entspannt. Ich nehme heute Titan Quest Folgen auf, morgen die Grim Dawn Folgen. Nachher spiele ich dann noch ein bisschen erstmal für mich Cyberpunk und heute Abend dann im Stream habe ich ja zwei unterschiedliche. Alter, kannst den Scheiß mal lassen. Okay. Spiel im Anschluss noch ein bisschen Cyberpunk für mich und heute Abend dann im Stream, weil ich ja zwei Charaktere hier am Laufen habe gerade. Ey, kannst du den Mist mal lassen? Oh, Aufstieg. Aufstieg nehme ich mit. Sehr gerne sogar. So. So, einmal hier runter. Ich könnte erstmal den Aufstieg eben machen. So, was haben wir hier denn noch? Es löst einfach zu selten aus hier. Das ist echt schade. 5% Aktivierung ist jetzt nicht so viel. Das Ding ist echt ziemlich cool eigentlich, aber weiß ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Pulverisieren. 6% wahrscheinlich, Benutzerwahrscheinlichkeit. Lass uns mal bei Jagd gucken. Okay. Was macht die denn? Plus, minus 14, das ist natürlich auch nochmal nice. Und das hier, Streuschuss, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nichts drin. Ah ja, Salve. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal so. Und schalte mal die nächste frei hier. Achso, Inventory. Und gebe hier auf die Geschicklichkeit die beiden Punkte. So, dann geht's weiter. Ah ne, wir wollten nach unten. Falsche Richtung. Ja, so. Dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich bin echt total gehypt von Cyberpunk. Das muss man nicht verstehen. Weil, was heißt, muss man nicht verstehen? Mir macht es halt unfassbar Spaß. Ich finde die Story unfassbar gut. Ich finde die Welt unfassbar gut. Mich haut die Grafik weg. Ich kann alle Konsolen Besitzer, wobei ich auch eine habe, aber immer noch die PlayStation 4. Ob ich mir noch eine PlayStation 5 hole, wenn dann nächstes Jahr. Da habe ich jetzt aktuell keinen Stress mit, weil die Games bis auf Demon's Souls mich jetzt nicht weghauen. Ja, wie gesagt, für mich ist Cyberpunk zurzeit das Spiel und da habe ich viel Spaß mit. Und wer das nicht verstehen kann, ja, sorry. Ich meine, wie gesagt, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass jemand, der sich das auf der Konsole geholt hat, sich echt darüber ärgert. Kann ich da mehr als gut verstehen, so ist es ja nicht. So, bist du tot. So, wo wird's denn? Geht's denn da irgendwo weiter? Ich gehe nochmal gucken. Klar, also man muss ehrlich sagen, das muss noch gepatcht werden. Und für Januar und für Februar sind ja auch zwei große Patches angekündigt. Kleine Hotfixes wurden ja gemacht, wobei klein auch immer Definitionssache ist, weil so klein sind. War ich hier drin? Ich war hier drin, wir gehen trotzdem rein. Na, ist auch mal gut hier, ne, Freunde? Okay, wenn ihr tot seid, seid ihr tot.
Kannst du mal dahin aufhören, mich zu beschießen? Kann ich nicht lustig finden. Na, da ist doch wieder was gedroppt und ich sehe es wieder nicht. Aber ich hasse. Manchmal hasse ich den Itemfilter von Titan Quest. Sag ich doch. Ja, mir macht es einfach Spaß. Das kann man nachvollziehen oder auch nicht. Ich hatte offen gestanden auch bisher noch nicht einen. Ich wiederhole noch nicht einen einzigen Absturz. Aber man liest ja immer wieder von Abstürzen, wobei die sich tendenziell ja eher auf den auf die PlayStation bzw. auf die Konsolen bezieht. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das auf dem PC auch so ist. Hier ist doch irgendwie... Ja, ist gut. Ja, König Goldzahn, ist klar. Ey, hör doch mal auf hier. Erstmal das kleine Gesocks eben weg. So, Freundchen. So, jetzt werden wir auch mal groß hier. Hallo? Hallo, ich muss mal weg. Warum hat er die... Ja. Ja, ja, du bist toll. Ich weiß. So, Freundchen, jetzt Maulschelle, aber richtig. Nicht lustig, mein Freund. So, jetzt sind wir wieder kleiner, was blöd ist, aber hey. Magst du nicht, wa? Hast du Prügel bezogen. So. Schweinebacke. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Verticken gehen. Ein Traum, Leute. Yay. Ach ja, wie das dann manchmal so ist. Ein Ring geht noch, eine Wurfachse nicht mehr. Kräftiger Druidenbeinwickel ist mir doch egal. Und die goldene Sichel brauchen wir auch nicht nochmal mitnehmen, weil die Quest haben wir erledigt. Gut. Ich hab's vergessen. Okay, dann mache ich das jetzt mal eben. Halt, das Holz können wir auch nochmal eben an uns nehmen. Wir porten uns mal eben nach Heuneburg zurück. Ja, spielt einer von euch Cyberpunk? Würde mich mal interessieren, ob einer von euch das spielt oder ob ihr alle sagt, nee, bei den ganzen Bugs, lalala. Soldat, wie ich sehe, bist du den weiten Weg aus dem Süden gekommen. Bist du auf einen richtigen Kampf aus oder Kampf, auf richtige Schnauze. Beinlinge? Das brauchen wir auch nicht mehr. Aber gut, kann ich ihn verkaufen. Alles klar. Knochenbrecherhaube, 125 Rüstung, 20% Blutungsschaden ist natürlich nice. Aber die plus 17 Gesamtgeschwindigkeit, nein, das ist bla. Na toll, das ist nochmal dieselbe in grün. Eine Axt brauchen wir sowieso nicht. Können wir mal eben hier. Danke. Sortieren. Das kann weg. Das kann auch weg. Das auch. Das auch. Deutlich mehr Rüstung. Gesundheitsregeneration. Ach komm. Giftwiderstand interessiert mich nicht. Wir können auch weg. So, das sowieso, das auch. Was ist denn hier mit Durchschlagswiderstand, Schlafwiderstand, bla. Die wollte ich behalten. Die kann auch gehen. Okay, da haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen und können auch wieder zurück. Will mich hier gar nicht lange aufhalten. Viel Glück, Soldat. Dankeschön, du bist zu gnädig. Wie sieht es denn eigentlich bei den Questen aus? Da sind ja auf dem Weg nach Glauberg.
Und das hier ist den Glauberg. Okay, aber wir hatten ja irgendwie was vergessen, scheinbar. So. Okay, dann haben wir das. Hier waren wir fertig soweit. Hier können wir wieder raus. Obwohl, ach komm, den Stuff nehmen wir da auch noch mit. Bringt ja auch noch mal Geld ein. Huch, falsche Taste. So, warum sehe ich jetzt? Geht doch. So, wieder ein bisschen Stuff eingesackt. Das ist sowieso Sachen, die ich, oder das sind Sachen, die ich nicht brauchen kann, aber die ich verticken kann. Ich weiß gar nicht, wie Kohle habe ich eigentlich. Knapp 20 Millionen. Also ein bisschen was ist da schon zusammengekommen. Ja, wie gesagt, mir macht Cyberpunk einfach Spaß. Weil ich natürlich, und das ist sowas, was für mich einfach ganz wichtig ist, ich stehe einfach unglaublich auf storybasierende Spiele. Also wo der Hauptteil die Story ist und wenn die gut erzählt ist. Also die Quest und die Nebenquest. Und das ist in Cyberpunk so, was ich da bisher an Quest erlebt habe, an Nebenquest. Teilweise auch nicht so, wie ich es mir das wünschen würde, die Enden. Wo ich jetzt natürlich im zweiten Versuch vielleicht einfach mal eine andere Herangehensweise tätigen werde. Also ich hatte gestern eine Quest, sowas Abgefahrenes. Also da war es wirklich so. Hallo. Leck mich. Kannst das mal lassen? So. Jetzt muss ich mich hier nochmal richtig umgucken. Ja, wo am Ende sich ein Typ ans Kreuz nageln lässt, weil er zu religiös ist und sich für schuldig befindet. Also, ich sag mal so klare, weil und das Ganze dabei filmen lassen hat, das muss man mit dazu sagen. Klare Anspielung an oder Medienkritik und ich fand das so krass. Leute, also muss ich echt sagen, das war so, wo ich da saß und du konntest halt es nicht, also durch meine Auswahl in der Kommunikation, also in den Gesprächen ist das passiert und man konnte halt nichts dagegen tun, als man dann die falschen Entscheidungen getroffen hat. Da konntest du das nicht mehr. Klar kann man es natürlich speichern, la la la, und dann neu probieren. Das geht natürlich. Aber sowas finde ich in einem Stream immer doof. Das mache ich dann für mich alleine. Ich binde im Stream halt meine Zuschauer ein bei Entscheidungen, wo ich sage, so, puh, weiß ich nicht. Und es war so eine Entscheidung, weil es sich halt schon abzeichnete, dass das richtig kacke werden kann. Und von daher habe ich dann gesagt, okay Leute, was würdet ihr machen? Und 4 oder 5 Zuschauer waren in dem Moment im Stream. Und alle plädierten dafür, die Auswahl Antwort 2 zu nehmen. Ich habe mich dann dem angeschlossen, weil war eine klare demokratische... Ja, schade, die Dinger. Klare demokratische Entscheidung gewesen. Und ja, meines Erachtens nach die falsche gefühlt, hätte ich mich auch für eine andere entschieden. Aber gut. Und jedenfalls werde ich da dann bei dem Durchlauf, den ich jetzt mache, bei dem ich mir nochmal, oh, das Rendern ist fertig, bei der ich mir nochmal mehr Zeit lassen werde, weil man jetzt auch so ein paar Dinge leichter durchschaut, so, werde ich dann nochmal genauer schauen, ob ich vielleicht andere Möglichkeiten habe. Oder gleich am Anfang gab es eine Quest, wo jemand nicht hätte sterben müssen, aus meinem Verständnis heraus. Ich glaube, dass das also eine fehlerhafte Antwort war, die ich da gegeben habe. Und das werde ich jetzt bei dem Durchgang, aber bei dem zweiten Durchgang, den ich gerade für mich spiele, werde ich anders herangehen. Und solche und das finde ich halt so spannend irgendwie, dass man trifft Entscheidungen, und das habe ich auch in verschiedenen Tests zu dem Spiel gelesen. Was? Ach komm.
ihr blöden Magier. Ihr könnt doch echt auf den Sack gehen. Ernsthaft. Alter, blöder Magier. So, komm. Ihr wollt doch jetzt sterben, ne? Ganz sicher wollt ihr doch jetzt sterben. Ah, das war die falsche Taste, aber egal. Sollte auf jeden Fall das Sterben der Gegner beschleunigen. Und solche Spiele mag ich ja, wo du halt auch nicht immer absehen kannst, wenn ich jetzt hier und diese Auswahl mache. Es sollte nicht völlig abwegig sein. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel mich das total abgenervt hat. Da hast du Antworten gegeben. Ach, Vampire hieß das. Ist von den von Don Moore oder Don Mon oder wie immer sie ausgesprochen werden. Von den Machern von Life is Strange, was ich ja ein durchaus sehr gutes Spiel finde. Die haben ein Vampirspiel rausgebracht. Und ja, das war so, da hast du Entscheidungen getroffen. Kann ich da jetzt eigentlich durch oder ist es immer noch zu? Du kannst diese Tür nicht öffnen. Ah, habe ich mir gedacht. Okay, dann habe ich die Quest hier noch nicht gekriegt, um das Ding zu öffnen. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich zurück zu dem Ort. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was zwischendurch war, abgegrast. Worauf wollte ich hinaus? Genau, also im Grundsatz, wenn... Da hast du Antworten gegeben, die mir auch zum großen Teil echt sinnig erschienen. Und die hatten dann einen völlig anderen Effekt als den, den ich nachher dachte. Und das hat mich dann irgendwann echt abgefuckt. Weil da war so ein System, das bestimmt, das spielte in London, wenn ich mich zurecht erinnere. Und da war es dann echt so, du hast dich Entscheidungen getroffen, von denen du dachtest, dass sie sich positiv für dich auswirken. Weil wenn du da die falschen Entscheidungen getroffen hattest, dann hat das Spiel gerne Folgendes gemacht. Es hat dann dir einfach... Nee, anders. Die Level wurden dann schwieriger, wenn du die falschen... Es gab eigentlich nicht wirklich falsch oder richtig. Es gab böse oder gut, kann man das so sagen, ja. Bei bösen Entscheidungen verrottete das Ganze dann. Und... bei anderen oder bei positiven Entscheidungen, wenn man so sagen möchte, kannte, wie auch immer, dann war es so, dass die Gegend, in der das spielte, deutlich einfacher zu spielen war und deutlich lebensfreundlicher war und weniger Vampire unterwegs, lalala. Und naja, als Vampir hattest du halt immer das, die Problematik in dem Spiel, wie verhalte ich mich? Will ich mächtig werden, dann muss ich, ich glaube auch ganz normale Menschen töten, war das so? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist echt schon Ewigkeiten her. Ich habe das Let's Play dazu damals ja noch abgebrochen, weil die Entscheidungen aus meinem Verständnis heraus wirklich keinen Sinn ergeben haben. Die Entscheidung, beziehungsweise die Konsequenzen aus den Entscheidungen, das war ja mein Problem. Du hast eine Entscheidung getroffen und dachtest, jo, das muss was Gutes ergeben. Und es kam aber totaler Nonsens daraus. Also wirklich... wo du nie mit gerechnet hättest. Was weiß ich, ich rette. Wobei das natürlich, ja, es ist ein Spiel. Also es hat natürlich nichts mit dem realen Leben zu tun. Weil ich habe gerade eben drüber nachgedacht, wenn ich eine Entscheidung im normalen Leben treffe, ich sage nur Butterfly-Effekt, dann kann das Auswirkungen haben, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. So ganz und gar nicht. Das ist durchaus möglich. Gib mal deinen Giftsack her hier. So. Also schwierig. Fand ich sehr schwierig bei Vampire. Ansonsten hatte mir Vampire damals eigentlich recht gut gefallen. Aber es war dann nachher echt so, dass du echt nicht wirklich die Möglichkeit hattest, du konntest Entscheidungen fällen, aber sie haben nicht das Ergebnis bekommen, was aus der Logik heraus, und ich sag's nochmal, es handelt sich um ein Spiel und nicht um die reale Welt, was aus der Logik heraus dann im Prinzip ein Ergebnis gab, was diese Möglichkeit, Wahlmöglichkeit dann vorgegeben hätte. Fand ich schwierig, hab's dann auch gelassen, weil es sollte für einen Spieler aus meinem Verständnis heraus schon noch halbwegs logisch nachvollziehbar sein und nicht irgendwie irgendwas vollkommen anderes bei herauskommen, als man eigentlich gedacht hat. War das jetzt eigentlich? Moment mal eben. Okay.
Keine Ahnung. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei diesem blöden Filter, dass er sich wieder verstellt hat, wenn ich da irgendwas pingen höre. So. Okay, wir sind immer noch auf dem Weg. Wir aktivieren mal den Brunnen, denn diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, sage gerne bis zur nächsten Folge. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Cyberpunk spielt, ob ihr sagt, nö, interessiert mich von Haus aus nicht. Oder ob ihr sagt, ja, ich spiele das und finde es so und so. Würde mich echt mal interessieren. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.